Willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 15. Hier ist wieder Fabi. Und unser Mähdrescher hat irgendwie Scheiße gebaut. Sehe ich hier gerade. Das fängt ja schon wieder gut an mit dieser Folge. Also rennen wir runter und holen nochmal den Mähdrescher. Keine Ahnung, warum der so früh gewendet hat. Und ich habe keinen Mod drin, der das beeinflusst. Also ich habe kein Auto-Combine installiert und keinen Auto-Tractor. Der hat aus freien Stücken so früh gewendet. So, aktivieren wir hier mal das Maisgebiss. Und fahren hier nochmal drüber. Macht der Chef mal selbst. Irgendwie komisch. Aber okay. So, wir wenden. Und nehmen noch den Streifen hier mit. Irgendwie komisch. Das hier über X zusammenklappen, genau. Dann können wir hier wieder auf den Mähdrescher wechseln. So, und dann fahren wir hier mal schnell neben hin und machen den noch leer. Okay. Fahren müsste man können. So. Gut, der andere Mähdrescher ist auch schon wieder voll. Ich fahre jetzt erstmal den schnell zurück zum Hof. Wir können auch den Korntank oben wieder schließen. Fahren wir mal von innen hier aus dem Cockpit. Aus der Kabine, besser gesagt. So, ich würde sagen, den Mähdrescher, den stellen wir hier in den Schuppen. Da wird uns jetzt wieder zum Verhängnis, dass man in diesen komischen Spiegeln nichts sieht. Für was brauche ich dann Spiegel? Wenn ich dann trotzdem in die Außenansicht muss zum Rückwärtsfahren. Das finde ich im Euro Truck Simulator halt richtig geil. Dass sich die Spiegel wirklich wie bei einem echten LKW verhalten. So, den habe ich ja wie gesagt am Ende der letzten Folge hier noch abgetankt. Deswegen ist der schon mal weitergefahren. Jetzt müssen wir hier bloß wieder unter das Abtankrohr. So, damit der dann gleich weiterarbeitet. Ja, mit unserem Same Fortis, da werden wir mal den Anhänger ausleeren gehen. Und dann hängen wir da mal die große Sämaschine an. Und lassen den schon mal neu einsehen. Zum Beispiel da unten, was war das? Feld Nummer 30, glaube ich. Boah, jedes Mal in dieser Kurve bricht mir der Traktor aus. Vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer fahren. Wäre eine Möglichkeit. So, also Körnermais rein. So. Dann können wir hier den Hänger abstellen. Praktisch so eine Halle, vor allem wenn man mit so einem Drehschemel nicht rückwärts fahren kann. Dann ist diese Halle perfekt.
So. Sämaschine angehangen und jetzt geht's ab auf das Feld da unten, wo wir in der letzten Folge noch geerntet haben. Hier mit der Fäderstadt. Nee, Feld Nummer 31 ist es, okay. Feld 30 gehört uns noch nicht. So, und die Frage ist, was wir jetzt sehen. Ja, ich weiß immer noch nicht, für was das hier gut ist. Dieses Symbol. Wenn es einer weiß, der kann es mir bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich möchte auch nicht unbedingt dumm sterben, deswegen, ja, sagt es mir bitte, wenn es einer von euch weiß. Ich weiß es leider nicht. Wir nehmen hier den Raps und säen hier Raps hin. Der Vorteil ist halt, das ist eine Direktsämaschine, das heißt, wir müssen vorher auch nicht grubbern. Wir können hier einfach, ja, über das geerntete Feld mit der Sämaschine wieder drüber fahren. Und sparen uns damit praktisch den Arbeitsschritt grubbern. Nachteil dieser Maschine ist halt, sie kann keinen Mais säen. Aber man kann halt nicht alles haben auf der Welt. Deswegen ist das schon soweit okay. So, der hier ist wieder kurz davor, abgetankt werden zu müssen. So, rein da in den Traktor. Der hat auch schon wieder ordentlich was geladen. Wenn wir mal sehen, wie viel wir erst gedroschen haben von dem Feld. Wir können mal gucken, was Feld 30 da drüben kostet. Weil mehr Felder ist ja auch gleich mehr Ertrag und mehr Ertrag ist mehr Geld. Also sollte man mal gucken. Außerdem hier steht noch ein schöner Wald. Den müssen wir uns auch mal... Aber der ist eigentlich perfekt, wenn wir mal den Scorpion King haben. Da kann man den super absäbeln. Damit, das habe ich privat nämlich mal ausprobiert, da fährt man dahin, säbelt so einen Baum weg mit dem Scorpion King, lässt sich das auf 5 Meter schneiden. Dann habe ich mir hier noch einen schönen Mod besorgt, den kann ich euch mal zeigen. Das ist ein Forstgerät. Ne, ist kein Forstgerät. Ist ein LKW. Genau. Hier den Scania R730 Forest mit Anhänger und Ladekran. Damit kann man perfekt solches Holz aufladen. Und ja, dann hat man, ich glaube, bis zu 4 von diesen Bäumen kriegt man da drauf. Und das sind dann etwa, ja, so 300.000 Euro, was man da kriegt für eine Fuhre. Wir gucken mal schnell nach, was hier so, ja, 66,3. Ich glaube, die haben für diese Map die Feldpreise etwas höher gesetzt. 66,3 ist ordentlich. So viel haben wir gerade nicht. Naja, wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir auch was verkaufen. Ich denke, mit einer Fuhre Gerste sollte das ja bezahlt sein. Oder mit Weizen eigentlich auch. Also vielleicht sollten wir überlegen, ob wir vielleicht den Anhänger, wenn der voll ist, direkt zum Getreidespeicherhof fahren und dort, ja, verkaufen. Ja, jetzt warten wir hier. Was kann man in der Zeit noch machen? Hier sehen wir es jetzt. Also der sät jetzt hier direkt auf den gedroschenen Boden. Was definitiv nicht schlecht ist. Ja, warte mal, der hier mit dem Düngestreuer. Hm.
Ja, wir haben aber eigentlich kein Geld für, was kostet denn dieses, dieses Häckselteil, 38.000. Alternative zum Häckseln ist, man nimmt einen Front oder so ein Mähwerk hier, das kostet 13.000 und nimmt einen Ladewagen, ist man etwa bei 40.000. Ich überlege gerade, was wir eben noch bräuchten, um Kühe vernünftig zu füttern. Im Endeffekt wär's, ja, würden wir mit dem Ladewagen und dem Mähwerk besser fahren, denn mit dem Ladewagen können wir nämlich auf das Stroh einfahren. Wir haben ja hier die, ups, einmal über den Zaun, hier die Futtermischstation, wo wir eben Futter erzeugen können für die Tiere. Und da muss ja rein hier Silage, Gras und Stroh. Stroh ist klar, da müssen wir an den Mähdrescher auf Strohauswurf umstellen. Dann können wir das mit dem Ladewagen einfahren und hier reinkippen. Gras wird man dann mit dem Mähwerk einfach mähen und einfahren. Dann würden wir das auch hier reinkippen können. Zusätzlich können wir gemähtes Gras da hinten, sehen wir hinterm Stall die Fahrsilos, können wir da Gras reinkippen, dann wird das zu Silage vergoren. Und die vergorene Silage können wir dann wieder hier reinkippen in den Silagebehälter und hätten dann praktisch alles drei, was wir für die Tiere brauchen. Der ist gleich voll. Wo ist der Traktor? Da hinten. Also wäre, glaube ich, das Beste, wenn wir den Ladewagen und das Mähwerk nehmen würden. Wobei... ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie viel Geld wir dann für diesen Anhänger hier vollkriegen. Andererseits wollte ich ja da hinten das Feld kaufen. Wir haben einfach zu wenig Geld. Gut, wir haben noch jede Menge ungenutzten Kredit, den wir aufnehmen können. Dann könnten wir vielleicht erstmal was mitmachen. So, wir tanken hier erstmal unseren Mähdrescher wieder ab. Der Vater sät noch da oben. Kann man nochmal kurz vorbeigucken, was der jetzt macht. Boah, der hat schon die Hälfte zumindest. Oh Gott, die Sämaschine sieht schon aus. Also wir müssen dann unbedingt nochmal Fahrzeugpflege machen. Können wir ja hier schon mal anfangen. Denn die sehen ja schon aus wie sonst was. Wo hatte ich ja meinen Hochdruckreiniger? Ich glaube, da unten neben dem Fahrsilo. Weil viel mehr haben wir jetzt eh nicht zu tun. Das andere erledigen unsere Helfer. So, nehmen wir hier den Hoch. Ich wollte nicht draufsteigen. Ich wollte die Lanze nehmen. Und wollte hier mal ein bisschen den Deut sauber machen. Rein theoretisch muss man sich dabei nicht bewegen. Man kann den einfach 2 Minuten lang auf die gleiche Stelle halten und der wird trotzdem sauber. Aber ich finde es einfach ja, schöner, wenn man sich dabei ein bisschen bewegt, solange man da drauf spritzt. So, jetzt sehen wir auch, der Traktor ist wieder sauber. Das sieht man am besten an den Reifen. Wenn da kein Dreck mehr dran ist, dann ja, ist er komplett sauber. Jetzt machen wir hier die Sämaschine. Einmal sauber machen. So, jetzt kommt das Beste. Mal gucken, ob das Gewicht sauber wird. Ja, doch. Es wird. Das ist immer so ein bisschen ein Rätselraten, ob die Gewichte sauber werden oder nicht. Manchmal geht's, manchmal nicht. So. Einmal sauber.
Können wir ihn in den Schuppen stellen? Da hat... Nee, der Helfer fährt noch. Oder? Er zeigt zumindest Helfer an. Aber irgendwie wird der Füllstand... Doch, jetzt wird der Füllstand wieder höher. So. Und um die... Ja, um den Traktor ein bisschen zu entlasten, lassen wir die Sämaschine, solange er hier steht, ab. Gut. Der wird schon wieder voll. Dann können wir das dann gleich mal probieren, wie viel Geld wir kriegen für diese Ladung Weizen. So. Tanken wir hier noch ab. Bis der Hänger voll wird. Wie viel ist noch drin? 30%. Ja, wird, glaube ich, gerade nicht voll. Na toll, wegen 73 Litern. Das mache ich jetzt aber anders. Dann warte ich jetzt, bis der gewendet hat. Und fahre neben ihn mal kurz hin. Weil die 73 Liter müsste er jetzt schon wieder drin haben. Ja. So. Ich habe den Hänger voll. Das heißt, wir fahren jetzt zum... Machen wir hier mal die Plane drüber. Wir fahren jetzt zum Getreidespeicher. Mit kuriosen 24 Stundenkilometer. 15. So, der Fortis arbeitet noch. Der hat gleich das Feld fertig, also das seht ihr auch. Ja, wie zügig das geht mit einer ordentlichen Maschine. Und wie sehr man da rumknüppeln muss, wenn man diese kleine 3-Meter-Maschine hat. Und dasselbe ist halt auch mit den Mähdreschern. Also, wir werden mal sehen, dass wir diesen Sampe Rosenlef da bald mal, oder Sampo Rosenlef bald mal loswerden. Denn, ja, wirklich die Schlagkraft hat er nicht. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht dann irgendwann nochmal einen größeren kriegen. Vielleicht auch mal so einen Case-Mähdrescher. Ich glaube, die habe ich ja noch nie gezeigt. Auch im LS 2013 nicht. Obwohl ich da ja das Titanium-Add-on hatte und da die Mähdrescher dabei waren. So, wir fahren da hoch. Werden immer langsamer dabei. Wir fahren mal da von hinten rein. Denn ich würde gern mit über die Wagen fahren. Hier sind ja Wagen verbaut. Finde ich schade, dass sie das nicht an allen Abladestellen gemacht haben. Jetzt gucken wir hier mal. Wie viel wiegt man? Ja, 19,5 Tonnen. Der Anhänger allein wiegt 12. Wir machen die Plane wieder auf. Kippen das hier rein. Jetzt gucken wir mal, wie viel Geld wir dafür kriegen. War ja doch ein bisschen was. 25.000 Euro waren das jetzt in etwa. Und wie viel wiegen wir jetzt? Jetzt wiegen wir 10
Ja, 10,9 Tonnen etwa. Das heißt, knapp 9 Tonnen haben wir abgeladen. Gut, dann werden wir mal gucken, was wir in der nächsten Folge mit diesem Geld anstellen können. Ja, ich würde gern den Ladewagen kaufen und ja, ein Mähwerk kaufen, damit wir auch vielleicht mal was mit Kühen machen können. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge LS15 wieder gefallen. Wenn so war, dann immer tüchtig ja, Video liken. Denn je mehr Likes das Video hat, desto eher wird es auch von anderen gefunden, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich sag dann ciao, bis zur nächsten Folge.